Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim. Ich dachte mir, ich starte jetzt einfach mal mittendrin die Aufnahme, während ich hier Ärzte suchen und noch ein bisschen erkunden bin. Denn ich habe da oben etwas gesehen, was mich ein bisschen stutzig macht. Wo ich auch nicht weiß, was das ist. Das sieht mir aus wie ein Werwolf im Krähenkostüm. Wir können ja mal gucken, ob wir das abschießen können. Okay, ich fange erstmal an zu frieren, das ist sehr nice. Und das ist ein Werwolf, der hat gerade gejault und ja. Alter! Und wir machen dem kaum Damage. Was war das? What the fuck? Ich war ja One-Hit für den. Hier haben wir immer noch geradet. Ach du Scheiße! Das kann doch jetzt nicht wahr sein! Warum hat er uns gewonnen? Ja, es ist natürlich Nacht. Wir legen uns mal ganz kurz hin. Also, das war der Fenrir-Wolf. Okay. Das ist ein Kind von Loki. Da gibt es noch zwei weitere. Es gibt einmal den Fenris-Wolf. Der ist ein Kind von Loki. Ich müsste jetzt lügen, aber... Ich weiß, komme jetzt auch nicht auf den Namen, wie Lokis Frau hieß, aber mit ihr zusammen hat er drei Kinder. Den Fenriswolf, dann die komische Schlange, die Thor ins Meer verbannt hat mit den Valkyren. Und dann gab es noch ein einziges halbmenschliches Kind, das war, die wurde in die Hölle verbannt. Die sollte über die Toten dort unten Wachen herrschen, wie auch immer. Dazu kann ich euch aber in den nächsten Folgen von Valheim mehr erzählen, wenn ihr das wollt. Jetzt müssen wir erst einmal mein Loot wiederholen. In der Hoffnung, dass der Wuffi weg ist. Ei. Das kann ja noch was werden hier. Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade einen Schluck Kaffee getrunken, ne? Aber der war mal, glaube ich, schon. Ich hab einmal in die Richtung. Ach komm, lass mich in Ruhe. Zum Glück, ich glaube, das Grab despawnt nicht. Weil wenn das der Fall ist, dass das wirklich dauerhaft bleibt, dann ist das geil. Aber ihr seht, ich renne gerade mit 25 Leben rum. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht gut. Aber holy shit, der Wolf hat's in sich. Safe.
Alles klar. Ich habe mir hier auch noch mal zwei weitere Kupfervorkommen markiert. Ich dachte mir einfach, das muss mal sein. Ne, das war nur ein Stein. Weil ich renne zu den Kupfervorkommen, obwohl ich zu meinem Grab will. Geil. Ei, ei, ei. Ja, hier, das ist so ein Spawngebiet von diesen Viechern, was mich hier auch gerade verfolgt hat. Hier war ich schon drin, habe schon gelootet. Und ja, genau von den Viechern. Da sind dann immer die mit blauen Augen, grün und auch gerne mal mit roten Augen. So, Wildschweine, mit euch lege ich mich jetzt nicht an. Ich habe keinen Schutz am Körper. Der Wolf scheint tatsächlich weg zu sein. Alles nehmen bitte. Einmal wieder ausrüsten. Aber das war ja mal was, ey. Hätte ich nicht gedacht. 8 Kupfer hatte ich unterwegs gefarmt. Holy shit, also da muss ich echt aufpassen. Ne? Ja, was macht man jetzt? Ich bin hier noch ein bisschen am Aufdecken, so am Waldesrand lang vom Dunkelwald. Immer wieder mal gucken, ob ich irgendwo neue Kupfervorkommen finde, die ich mir markieren kann. Das ist so ein Runenstein. Oder wie hier Fressalien, die ich nicht aufsammeln kann. Ja, geil. Ach du Scheißendreck. Was werfen wir denn weg? Steine, die können wir ganz easy neu farmen. Mit der Picke. Ich weiß auch schon so ungefähr, wie die Base aussehen soll. Also, die soll so eine richtige Mauer drum bekommen. Die kann man ja bauen. Und... Hallo Hütte. Und mit der Mauer, sah ich schon, um die Mauer herum soll auch noch mal... so eine Art Graben kommen. So. Das ist wieder nur normaler Stein. Es ist sehr interessant, dass ich hier noch nichts aufgedeckt hatte. Hier sind wieder die Eisberge. Da muss ich gucken, wie man das überlebt. Ich denke mal, entweder mit dem Umhang oder da gibt es noch irgendeine bestimmte Rüstung. Ich weiß, dass die Wikinger früher alle möglichen Arten an Felle von Tieren zusammengearbeitet haben zu einer Pelzrüstung. Also die hatten Wolfsrüstung, die hatten... Hier haben wir wieder sowas. Die hatten Wolfsrüstung, Wolfsfell genommen. Was noch? Schafswolle. Und... ja, halt alles Mögliche, was Fell hatte, was gewärmt hat. Haben die genommen und sich daraus so eine Art... Winterrüstung gemacht, mit der sie überleben konnten. Ne? Die sah auch recht geil aus. Also ich habe da Bilder von gesehen. Und ich sag mal so, jeder, der die Serie Vikings kennt, weiß auch, dass Björn Eisenseite
als er da auf Selbstfindung in den Bergen war, auch sowas hatte. Und das war richtig geil. Okay. So. Wir haben wieder neue Erze. Hier ist noch eine Kiste. Oh. Pfeile sind immer gern gesehen. Weiter oben gibt es nichts. Ich hoffe ja mal, dass wir irgendwann auch mit Stein bauen können. Also das wünsche ich mir wirklich. Dann würde ich nur noch am Bauen sein. Also ich sag ja nur Minecraft. Ich bin da auch fast nur am Bauen, 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 weil das macht einfach richtig Fun. Und ich muss mal gucken, wie sehen denn meine Stats aus? Messer brauche ich noch unbedingt. Schleichen muss ich noch üben. Und Blocken. Okay. Ja. Oh, hier haben wir noch Pilze. Die nehmen wir auch noch dankend an. Essen ist immer wichtig. Rennt der da auch weg? Würde ich mir gerne snacken. Sag mal. Ja, jetzt rennt er weg. Scheiße. Scheiße, scheiße. Hier waren noch Pilze. Die Hütte gehe ich auch gleich rein. Nur mal den Eingang finden hier. Hier. Keine Kiste drin. Schade, schade, Schokolade. Ah, hier war noch ein Pilz. Den habe ich ganz genau gesehen. Auch wenn ich die im Real Life überhaupt nicht ab kann, die Pilze. Aber hier drin sind sie leider notwendig. Und ich hoffe mal, dass wir irgendwann auch mal selber anbauen können. Aber interessant, dass ich hier noch nicht aufgedeckt hatte. Aber da sieht man auch ein bisschen was von der Map und vor allem wie groß die ist. Ist nur seltsam, dass das Spiel für nur für 10 Spieler pro Server, pro Map, zugelassen ist. Es ist so eine riesen Map hier, also ich habe nicht mal, keine Ahnung, 5%, das gerade mal nicht aufgedeckt habe. Da müssten doch mehr Mitspieler drauf passen. Also das sollten sie vielleicht noch ein bisschen überarbeiten, dass es von 10 auf 20 geht. Ich habe auch kein Problem damit, weil das ist jetzt ein gehosteter Server, von mir gehostet, wo ich drauf spiele. Ich habe auch kein Problem damit, mir einen richtigen Server anzuschaffen, wo Leute mit mir zusammen zocken können, mit IP und allem Pipapo. Würde ich alles sofort machen. Oh, Knochen. Hallo, ich krieg Kälteschaden. Alter! Was ist dein Problem? Was hast du jetzt davon? Scheiße, und ich habe wieder Leben verloren vom Feinsten. Ja, ich erfriere, ich weiß, schön. Oh, meine Güte. Kann ich da drinnen nicht ein Feuer bauen? Holz und Stein. Haben wir doch alles hier.
Müsste ich was wegwerfen, oder? Warum habe ich zwei Fackeln? Hier, den Schmari braucht man nicht. Dafür nehmen wir das Holz mit. So, Holz haben wir jetzt 5 Stück. Ich glaube, wir brauchen 10. 3. Und nochmal 4. Jetzt haben wir 9. Jetzt haben wir 10. Und jetzt brauche ich noch Stein. Den haben wir hier. Na komm, geh kaputt. Sehr schön. Palim, palim, palim. Was war das? Bernstein. Das hebt man auf. Hier, Schweinekopf. Weg damit. Braucht man nicht. Haben wir mehr als genug. So, 7. Feuer. Haha. Au. Das ist okay. Okay, das wird als Unterkunft gewertet für mich. Das ist auch interessant. Kann ich zufälligerweise. Ja! Geil! Geht das auch kaputt? Scheiße! Das und das. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Hallo? Hallo? Da oben ist noch ein Skelett. Da will ich hin, verdammt. Schade, der lässt mich da. Wobei? Ja, ich brenne wieder schön. Ja. Ja, gut. Da war ich wieder tot. Ach, schön ist das doch. Ich werde jetzt die Folge hier aber beenden. Ich werde jetzt offscreen mein Loot zurückholen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.